Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück. 7 Days to Die auf der PlayStation 5. Wir haben wieder unsere zufällig generierte Map. Ich habe die Einstellung ein bisschen angepasst. Wir haben ein bisschen mehr Tageslicht. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall der Startschuss, dass wir mal den Trader besuchen gehen. Ich meine, kaufen können wir uns eh nichts, das ist logisch. Aber dann können wir wenigstens das Tutorial abschließen. Ja, wenn er das schon so großzügig da anzeigt, ist natürlich klasse. Na, deswegen. Wir werden natürlich auch ein paar Zombies unterwegs killen. Okay, ich hätte schon gedacht, dass ihn das tötet direkt, aber scheinbar hat er noch keinen Bock zu sterben, aber jetzt ist er tot. Boah, der hat sogar Essen dabei, das ist sehr gut. Nee, kein One-Shot. Ein Two-Shot. Die hatte nichts dabei, gut. So, hier ist auch nichts drin und hier schauen wir mal rein. Ja, frische Brille, die ziehen wir erstmal auf. Ja, nice. Und dann geht es auch direkt weiter. Ja, man sieht hier hinten so ein bisschen, ja, ist schon eher so ein Ozean, ja, oder so ein etwas sehr groß geratener See. Also ich denke, die Map an sich, die ist bestimmt richtig geil. Ich bin wirklich gespannt, ja, was uns erwarten wird auf dem Weg zum Trader. Geil, noch ein Jagdmesser, sogar ein 68er, Freunde. Ja gut, sowas muss dann auch schon treffen. Wenn man den eben so nah an sich rankommen lässt, das muss natürlich dann auch passen. Erstmal ein Schuss ins Knie, Junge. Was willst du von mir, hä? Gut, das war deutlich daneben. Verpiss dich. Ey, mach weg. Halt, stopp. Geil. So, der ist hinüber. Der hat wenigstens gute Schuhe scheinbar dabei. Das ist gut, ey. Immer auf den Kopf zielen und immer so einen Zentimeter daneben. Ich sag mal so, diese Dicken, die brauchen schon ein paar Pfeile in den Kopf, damit die überhaupt mal fallen. Das ist echt Wahnsinn. Stirb. Junge, was ist denn los mit dir? Jawohl. Da hätte ich zwar erst gedacht, dass der voll daneben geht, aber scheinbar hat der ihn doch nochmal berührt. Hier oben scheint auch dieses verbrannte Biom zu sein, ne? Gut, der Bogen ist gerade kaputt gegangen. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Brauche ich denn Holz? Holz und Pflasterfasern. Diese Fasern hier so. Jawohl, der Bogen ist jetzt auch schon wieder ein bisschen höher. Komm her, Junge. Für dich habe ich auch einen Pfeil übrig. Sogar noch einen zweiten, wenn es sein muss. Kommt einer. Da sind sie schon, die brennenden Zombies, Junge. Das ist unfassbar. Alles Gute ist, die sind relativ schnell zu killen eigentlich. So, jawohl, der hat den Pulli sogar dabei. Sehr gut. Also wir haben schon wieder echt
eine Menge Loot. Ich will mal kurz gucken. 6, 7. Ja, das lohnt sich nicht. Das hier. 7, 13. Ne, lassen wir auch erstmal unser selbst ja, zusammengedübelte Kleidung. Die lassen wir erstmal angezogen. Ein Medikit wäre gut, weil wie gesagt, 24 Gesundheit ist sehr, sehr wenig. Und nur für Essen, da muss man ja ewig essen, dass das wieder auf 100 ist. Mal gucken. Cool wäre es auch, wenn der Trader einem immer so ein Begrüßungsgeschenk geben würde. Wenn ihr euch wundert wegen der Ausdauer, ich habe schon direkt sexuelles Raubtier ist immer das, was ich als erstes level. Weil, ja, Ausdauer ist in diesem Spiel nicht das Verkehrteste. Deswegen immer schön die Ausdauer leveln, dann überlebt man länger. Ah, da vorne ist er. Ach, schaut mal, da ist auch so ein Wasserturm. Könnte man auch alternativ als Base nehmen. Den Anfang, aber wir haben jetzt schon eine gute Base errichtet und von daher da bleiben wir erstmal ein bisschen treu. Natürlich, wir gucken halt mal, weil so gute Sachen liegen da jetzt auch nicht in der Basis. Wenn nicht, bauen wir uns eine neue, eben bei 0-0, damit wir in alle Richtungen immer fahren können und alles erkunden können, ist vielleicht das Beste. Oh, jetzt habe ich gleich keine Ausdauer mehr. Jetzt muss ich aufpassen. Wo bist du denn? Da bist du. Alter, da hat sie aber den Arm weggefetzt, hä? Ja, Wasser nehmen wir erstmal mit. Wir gehen weiter. Bei meinem Glück ist der Trader in diesem grünen Biom, mit Sicherheit. In dieser ganz verrückten Zone, ne? Wüste. An der Wüste will ich aber auch kein Haus bauen. Wenn das wirklich Wüste hier 0-0 ist, da habe ich auch keine Lust drauf. Ah gut, theoretisch ist das ja hier nur ein Stückchen. Wer weiß, ob die Wüste wirklich so groß ist. Naja, wir gehen erstmal weiter zum Trader, damit wir eben die, ja, das Tutorial abgeschlossen haben. Moin! Na Süße, was haben wir an Loot dabei, ha? Nichts. Nichts. Einfach nichts. Das war ein Kaktus. Ja gut, das ist jetzt natürlich auch gefährlich, ne? Wenn ich jetzt über so viele Kakteen laufe, kann es eben sein, dass ich ohne Zombie-Einwirkung sterbe. Deswegen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Gott, das war daneben. Der hat dafür umso besser getroffen. Ja, Munition nehmen wir erstmal mit. Brauchen wir jetzt am Anfang noch gar nicht. Aber später wird das einmal nötig sein. Alter, was ist das denn hier für ein... Das ist doch alles Wüste hier. Unfassbar. Unfucking fassbar. Alles Wüste hier. Gut, hier wächst aber Mais, das ist schon mal sehr gut. Kann ein bisschen was mitnehmen. Da ist ein Schwein. Ja, ist das mir erstmal leben. Weil das Fleisch, das lockt auf jeden Fall so viele Zombies an. Und wenn wir eh schon auf hoch oder sehr hoch spielen, sollte man zu Beginn nicht so viel Fleisch transportieren. Ah, hier ist eine Straße. Sehr schön. Jawohl, und wir kriegen auch direkt, Alter, direkt richtig gute Reifen. Das gefällt mir natürlich. So, weiter geht's. Bitte nichts brechen, Kollege.
Alter, 12, viermal kann ich noch einen Kaktus rennen, dann ist vorbei. Dann bin ich tot. Deswegen schön aufpassen, wo wir jetzt hier hintreten. Vielleicht können wir eine Kleinigkeit hier essen. Was haben wir denn hier? Fleisch. Ah, komm, das essen wir mal. Dann heilen wir wenigstens ein bisschen. Wahrscheinlich kriegen wir 16 Punkte oder haben dann 16 Punkte. Ne, nur 15. Das ist aber auch ein geieriges Spiel manchmal. Und wieder nur 12. Und 9. Ach hier. Da ist auf jeden Fall der Trader. Sehr gut, der ist sogar schon offen. Mülleimer, da gucken wir mal rein. Brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Sachen, die wir dem Typen verkaufen können. Vielleicht hat er ja ein Medikit für uns. Das wäre ganz, ganz, ganz wichtig. Papier kann man auch mal sehr gut verkaufen. Das gibt auch richtig Geld. Ja. Das verkaufen wir ihm dann auch. Hier ist noch Müll. Mach doch mal hier das Licht an. Meine Güte. Da ist ein Hirsch. Ich bin mal gespannt. Der hat hoffentlich auch das ein oder andere zum Looten da. Wir gucken einfach mal. Freigeschaltet ist es. Zack. Jawohl, der hat hier richtig Sachen sogar zum Looten, dass wir da wirklich dem auch ein bisschen Scheiß von sich selbst verkaufen können. Natürlich doof, der ist gesperrt. Schade. Jawohl. Und direkt einen Schraubenschlüssel gefunden. Das gefällt mir. Das hat sich doch schon wieder richtig gelohnt, hierher zu kommen. Hängeschrank. Hier. Ohne Pistole. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Da noch eine Pistole drin. Und dann hätte ich mir erstmal 20 Medikits kaufen können, wahrscheinlich. Alter. Das ist ja so eine richtige Schaltzentrale. Ja gut, hier wird wahrscheinlich nichts mehr großartig rumliegen. Ne, das heißt, hier haben wir alles. Ist das hier? Das ist einfach nur so Müll. So. Gehen wir erstmal gucken, ne? Grüß dich, Bob, Händler Bob. Was haben wir hier? Kochgrill. Davon behalten wir aber einen. Das Schloss verkaufen wir. Das will er nicht, das will er nicht. Ich verkaufe jetzt alles, was ich habe. Das ist unfassbar, wie wenig Geld der uns dafür geben will, ne? Gut, das behalten wir. 2 Dollar für ein brennendes Fass. Ich bitte dich. So, jetzt haben wir erstmal 176. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn hier Medizin? Hat der gar nichts? Chemikalien? Guck mal, der hat sogar schon eine Machete. Geil. Jetzt bin ich ein bisschen. Kleidung, Bücher.
Jetzt hat der noch nicht mal hier. Aber er hätte schon auf jeden Fall das Taschenbuchmotorrad. Was wir uns natürlich noch nicht leisten können. Leider. Aber was soll's? Thanks for shopping here. Come on. Ja, gerne. Ja, ich komme nochmal wieder irgendwann. Das ist noch so ein brennendes Fass. So. Gibt's doch gar nicht. Nix drinne hier in diesen Hallen. Ah, doch, hier ist ein Schreibtisch. Warum ist hier jetzt nichts drinne? Was ist das hier für ein komischer Raum? Okay, das haben wir. Ach, hier sind noch mehr Garagen. Sehr gut. Vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere zum Looten. Ich bin gespannt, da ist auch nichts. Steht auch nur ein Stuhl. Okay. Ist hinten was in der Ecke? Liegt da was? Leider nicht. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht hier was in diesem Raum? Bin ich denn? Okay. Ich dachte schon irgendwie in so eine Zwischenebene katapultiert worden, aber nee. Gut, ich gucke einfach nochmal, dass ich ihm vielleicht nur das ein oder andere verkaufe. Moin. Ja, alle Preise sind fair hier am Arsch. Ist doch nicht fair. Glasscheibe kriegst du. Das willst du nicht. Das kriegst du. Hier diese coole Sonnenbrille kriegst du auch. Und das Fass natürlich. Das essen wir jetzt erstmal, damit wir heilen. So, 10, 11, 12, 13, kommt noch eins. 14, jawohl. Geil. 15, 16, 17. Geil, das hat sich schon mal gelohnt. Jetzt essen wir nochmal ein paar Nudeln. Guck mal, vielleicht kaufe ich mir einfach hier draußen ein bisschen Essen. Weil, wie gesagt, könnte sein, dass wir sonst sterben. Ne, ich denke, das lassen wir jetzt erstmal so. Das essen wir jetzt noch. Zack. Dann verwerten wir den ganzen Mist. Und dann schauen wir mal, wo laufen wir jetzt am besten hin. Vielleicht laufen wir doch hier zu 0-0. Das wäre halt hier einfach Richtung Westen. Hier ist auf jeden Fall 0-0. So. Wenn wir jetzt Richtung Westen erstmal laufen würden, kämen wir da auch erstmal hin. So gut, da sind auch nicht die Zombies. Nordwesten, hier ist Westen. Oh, hoffentlich ist das nicht so eine große. Ja, Wüstenmap, das wäre natürlich ganz ungünstig. Ah, hier ist wieder schöner Mais, den wir mitnehmen können. Wir haben schon wieder Punkte bekommen. Ja, eigentlich, ja gut, sexuelles Raubtier geht erstmal nicht. Was machen wir denn hoch, Freunde? Gesundheitsfreak. Ich weiß halt nicht, wenn wir das jetzt hochmachen, ob wir dann auch gleich Gesundheit kriegen. Das weiß ich eben jetzt nicht schneller fertigen.
Einfach mal so viel können wir eh noch nicht leveln. Was machen wir? Wir machen hier, wo ist es denn? Hier. Komm, wenn man Gesundheitsfreak, machen wir eins hoch. Und dann machen wir hier. Was ist denn hier? Blockschaden, genau. Zack. So, das hat sich schon mal ein bisschen rentiert. Guck, über solchen scheiß Kaktus stolper ich dann. Und dann werde ich letztendlich daran werde ich sterben. Hey, können wir auch gleich südwestlich laufen. Dann kommen wir auch da ungefähr hin, wo wir hin wollen. Hier ist eine Straße. Mann, das Auto Linsen. Was gibt's denn hier Schönes? Kleber, okay. Hier war auch ein Nest. Pfeile sind sehr, sehr wichtig. Ach, da fehlen uns Steine für. So, dann bauen wir uns mal ein paar Steine ab, Freunde. Damit wir uns noch mal ein paar Pfeile herstellen können, weil wenn der Ernstfall eintritt, dann ist das eben nicht ganz so schön, wenn man eben ohne Muni dasteht. Zack. So. Das wäre so geil, wenn jetzt wieder Wald käme, damit wir da unsere Base hinbauen können. Aber ich habe ein bisschen Bedenken. Hier oben ist erstmal ein Berg. Von da aus können wir erstmal ein bisschen gucken. Moin, grüß dich. Warum redest du denn nicht weg von mir? Geht doch. Hier ist ein Haus. Okay. Und Müll. Da gucken wir erstmal rein. Jawohl. Das hat sich auch ein bisschen wenigstens gelohnt. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ist das alles hier so Steppe oder was? Das finde ich aber nicht so gut. Das, komm, Leute, wir gehen in das Haus. Wer weiß, was da drin ist, was uns da für ein Loot ja, entgeht letztendlich. Hier gucken wir jetzt erstmal nach. Und eine Mülltonne zum Beispiel. Sagen, das Haus sah von außen viel größer aus. Aber hier geht es auf jeden Fall noch um die Ecke. Grüß dich. So, da haben wir schon was gefunden. Ach geil, hier geht's sogar auch noch hoch. Und hier ist sogar der Secret Loot drunter. Geil. Bitte eine Waffe. Geil! Ein Knüppel. Gucken wir uns direkt mal an. Was hat der? 4,6. Ja, da ist mein Knüppel schon besser. Was gibt's denn hier oben noch? Nur Müll. Also haben wir eigentlich, hätten wir uns die Zeit auch schenken können oder sparen können, weil wirklich gute Sachen gab es jetzt hier jetzt eigentlich nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Das zerlegen wir, das schmeißen wir weg. Die Erde schmeißen wir weg, Schlafsack auch. Die Sandwiches. Das können wir zerwerten. Zerwerten, verwerten. Ja, weiter geht's. Ich habe auch noch eine Mülltonne. Gut. Ist mir egal, lass mich in Ruhe. Ich bin auf Wanderschaft.
Oh, da war ein Kaktus fast reingelaufen, aber überstanden. Also das einzige Problem, was ich wirklich habe, sind wirklich diese Kakteen. Weil die Zombies, die kriege ich eigentlich ganz gut unter Kontrolle mit meinem Bogen. Aber wie gesagt, wenn ich hier so lang renne, da kommt ein Kaktus, das ist schon Mist. So, mal eine kurze Pause für meinen Ball. Wir müssen weiterhin hier südwestlich laufen, das passt aber dann. Hoffentlich keine Steppe, ey. Rast dich aus. Oder hoffentlich keine Stadt, das wäre ja noch schlimmer. Obwohl ja, glaube ich, bei den zufallsgenerierten Maps sowieso bei 0-0, glaube ich, eine Stadt ist. Ich glaube, da mal was gelesen zu haben. Das gibt's nicht, hier ist echt nur Steppe, Freunde. Ah, ganz ehrlich, letztendlich kann man auch hier bauen. Wenn das wirklich Steppe, Wüste, was auch immer sein sollte, natürlich dann immer schwierig mit ja, Ressourcen wie Holz und so, weil man eben keine Bäume großartig hat. Das war wieder ein Kaktus, geil. Noch ein, das gibt's nicht. Jetzt muss ich ein bisschen besser aufpassen hier. Da liegt ein Nest. So. Es wird mal wieder Zeit für den Zombie-Kill. Ich sagte, es wird Zeit für einen Zombie-Kill. Okay. Zombie-Kill? Es geht doch. Im dritten Anlauf hat es dann doch funktioniert. Jawohl, das ist doch gut hier. Aber das gibt, glaube ich, nur Sättigung, ne? Gesundheit plus 5. Esse ich das Ding mal. Bah, eklige Vorstellung. Aber es gibt auf jeden Fall Gesundheit und das ist das, was wir letztendlich brauchen. Und da darf man am Anfang darf man eben einfach nicht so wählerisch sein. Okay, hier führt eine Straße lang. Alles Steppe, ich glaub's nicht. Ich bin sogar schon fast bei 0. Ja, 250, ein bisschen noch. Aber das wird bestimmt richtig geil, hier überall mal lang zu fahren und mal zu gucken, was es hier so gibt. Weil das ist ja wirklich. Das ist ja gerade das Coole, sage ich jetzt mal. So. Da laufen wir jetzt einfach mal ein bisschen südlicher, weil wir den anderen Punkt schon fast erreicht haben. Aber das ist alles Steppe hier. Wie soll ich denn hier eine Basis bauen, Freunde? Hier wachsen fast keine Bäume. Gut, Steine gibt es ein paar, aber letztendlich wird das echt eine haarige Angelegenheit, glaube ich. So, Norden. Was ist denn das jetzt hier? Ach, eine kleine Straße, okay. Oh, so ein Trampelpfad viel mehr. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Dann gucken wir einfach mal, wie es jetzt hier weitergeht. So, südlich 8, östlich. Das heißt, wir müssen
In den Westen müssten wir laufen. Ja, das andere passt ja schon, ne? Ja. Grüß dich, was hast du denn da drin? Also Eier habe ich jetzt auch schon en masse gesammelt, wahrscheinlich mehr als in dem anderen Spiel insgesamt. Ah, krass. Das ist, ja, bisschen doof. Ah, hier wird es wieder ein bisschen grüner. Man weiß es nicht, man munkelt. Ah, mein Boy ist jetzt schon wieder warm. Das ist natürlich richtig gut. Genau, ich bin genau 0 im Norden. Sehr gut. Das heißt, jetzt einfach nur Richtung Westen latschen. Bitte krieg keinen Hitzschlag oder so. Aber wenn, dann ist es halt so, dann wird er vermutlich abnippeln. Das gibt's doch nicht. Das ist alles Steppe. So, kurzen Lunch, ein paar Maiskolben futtern. Das gibt vor allem Ausdauer. Das gibt's nicht. Du gerade erst Nahrung zu mir genommen, damit ich mal ein bisschen Leben hab. Verschont mich doch einfach mal. Unfassbar. So. Jetzt weiter Richtung Westen. Du bist überhitzt. Ja klar, bin ich überhitzt. Ich habe halt auch so viel Kacke an, ne? Was macht denn hier Wärmedämmung? Ja, das macht Wärmedämmung. Ich baue mir einfach so einen Hut. Leike Strohhut. Pflanzenfaserhut. Und hoffe, dass das reicht. Ja, es geht runter. Ja, es geht runter. Das ist gut. Und da oben habe ich eben auch schon mein Fähnchen gesehen, was ich mal gesetzt habe. Alter. Alter! Das können die doch nicht machen. Was ist denn hier los mit denen? Ja gut, geil. Hier jetzt einen Weg runter zu finden. Ja, hier will ich auf jeden Fall sterben, wenn ich jetzt hier runterfalle. Oder? Ich glaube, es ist auch so ein Biom, da möchte man auch nicht unbedingt bauen. Das ist, glaube ich, noch schlimmer als Wüste. So. Ja, wenn ich hier ganz vorsichtig runterlaufe, sterbe ich zu 100% auch. Aber einmal außen rum zu latschen. Da ist, glaube ich, auch eine Stadt, so wie das aussieht. Ne? Also hier sieht man die Straßen. Das ist mit Sicherheit eine Stadt. Gehen wir das denn hin? Das ist bestimmt eine Stadt. Ich bin ja echt neugierig. Ne? Also ich will mir das jetzt schon wenigstens mal angucken. Alter, da ist einfach so ein Polizist, alles klar.
Fall mal da runter, Junge. Boah. Das Problem ist, ich habe eh keine Chance, mir da die Sachen irgendwie zu holen. Gut, ich sollte vielleicht einfach weggehen, weil gegen den habe ich definitiv noch keine Chance. So. Ja, hier kann man vielleicht mal probieren, runterzugehen. Ich meine, letztendlich, wir haben jetzt eh noch nicht so guten Stuff. Das Einzige, was halt passiert, wir kriegen halt die 10 Punkte abgezogen. Aber meinem Typ wird auch immer wärmer. Ich meine, gut, wenn er jetzt eh eine Stadt ist, werde ich sowieso sterben, spätestens wenn ich in diese Stadt laufe. Von daher. Ich weiß nicht, ob der. Nee, ich glaube, wenn ich da runterlatsche, dann stirbt er. Ach, hier ist auf jeden Fall ein bisschen Wald. Was haben wir hier? Ja, safe ist das eine Stadt. Ja, Alter. Vor allem ist das eine riesengroße Stadt. Krass. Aber hier könnte ich doch meine Hütte bauen, Freunde. Ich glaube, das machen wir auch. Wir bauen einfach hier unsere Hütte hin. Erstmal killen wir den Boy da hinten. Komm her, Junge. Komm her. So, der schon mal hinüber. Hier baue ich meine Basis hin, Freunde. Weil von der Seite kann ja kein Zombie kommen. Glaube ich. Das ist dafür, glaube ich, viel zu steil. Gut, ich meine, das kann ich später auch mal abbauen. Oh, Leute, hier bauen wir unsere Basis hin. Das wird ja mal richtig geil. Ich hab's schon so vor mir. Ja gut, hier ist auf jeden Fall nicht mehr so hoch. Da müssen wir einiges wegnehmen. Oh Leute, hier bauen wir unsere Basis hin. Das wird unsere Basis hier. Das machen wir. So, womit fangen wir denn an? Erstmal trinken wir was. Erstmal trinken. Ich glaube hier, genau, hier geht es jetzt auch wieder zurück. Also das heißt, hier ist wirklich keine Wüste mehr. Dann bauen wir uns mal eine Kiste. Oh Leute, das wird richtig geil. Das wird echt richtig geil. So, die stelle ich jetzt mal hier hin. Kennt ihr das? Ihr habt ein Headset auf, zockt und trotzdem hört ihr so eine scheiß Fliege neben euch langfliegen. Das ist unfassbar. So. Jetzt brauchen wir vor allem erstmal Holz. Ja, das wird, glaube ich, eine ziemlich geile Base, hoffe ich. Ich bin gespannt. War eine gute Idee, sich nicht zu opfern, nicht darunter zu springen, sondern wirklich einfach weiterzugehen. Meistens hätte ich das hier wahrscheinlich nicht entdeckt. Der Bulle folgt mir jetzt nicht hierher. Das wäre natürlich schon ziemlich gut. So, Freunde, das wird, glaube ich, richtig gut. Ich hoffe natürlich, dass ich das auch so hingebaut kriege, wie ich das möchte. Aber das wäre natürlich direkt neben so einer Stadt. Ist natürlich schon ziemlich geil. Aber das gefällt mir ja richtig gut hier. Mit diesem Abgrund hier. Ich läuft da unten.
Naja, gut. Wo ist denn jetzt unsere Kiste? Vielleicht sollte ich hier erstmal einen Schlafsack hinschmeißen. Ich meine, das Alte finden wir ja nie wieder. Das sollte ich vielleicht auch erstmal markieren. Oh, wir sind schon ganz schön weit eigentlich gelaufen. Da mache ich jetzt einfach hier so eine Burg hin. Wegpunkt speichern. Ja, mache ich hier diese Holzhütte hin. Zack. Und den legen wir jetzt tatsächlich hier hin. Ist ja letztendlich eigentlich wurscht. Wo ist denn meine Truhe? Hast du meine Truhe gesehen? Wo ist sie? Sen, ach, hier ist er. Okay. So. Das wird, glaube ich, richtig gut. Wenn ich hier so eine kleine Kante reinfräse, hier quasi den ganzen Scheiß wegmache. Ja. Das wird, glaube ich, richtig gut. Ich bin gespannt. Das jetzt wirklich dann so hinkriege, wie ich das auch möchte. Aber erstmal müssen wir ein bisschen aufräumen. Und dann. Boah, das wäre natürlich richtig genial. Brauche nämlich nur zwei Seiten immer zu verteidigen, weil die andere Seite eh nicht einnehmbar ist. So, davon können wir jetzt auch noch 300 machen. Das ist gut. Brauchen sehr viel davon. Das wird richtig gut. Ich halt aufpassen, ne? Ich darf halt nicht zu dicht dann hier hinbauen. Das muss ich halt nur einberechnen quasi. Aber das wird richtig gut, glaube ich, Freunde. So, von wo machen wir das? Wie weit ist denn hier dieser Abhang? Fangen wir hier an. Ah, gut, das nervt mich jetzt ein bisschen schon. Dass das hier quasi keine gerade Kante werden kann. Schade, man kann es nicht drehen. Jetzt lieber, wenn das hier so gerade laufen würde. Ah gut, dann darf ich nicht so weit, glaube ich. Wenn wir hier dann halt noch einen Berg rausbauen. So, mal gucken, wie ich das am dümmsten mache. Aber das wäre schon ganz schön groß, glaube ich. Das ist, glaube ich, zu groß. Weil wenn die eh schräg laufen, die Dinger, denke ich mal, würde das hier so reichen. Irgendwie so hier. Das wird aber ganz schön. Das sich jetzt erstmal hier so vorzustellen, ne? Ich glaube. Komm her, hier passt das Ding doch gut hin. Da habe ich dann einen schönen Abschluss. Machen es einfach hier. Hier ziehen wir die Grenze. Ne, ich glaube, nee, das ist zu klein. jedes Mal aufs Neue. Das ist dann doch, glaube ich, ein bisschen zu klein. Ja gut, ich muss natürlich auch aufpassen. Ich will ja auch eine gerade Kante hier drinne haben. Wie mache ich das? Wie mache ich das, Freunde? Ich glaube, ich mache mir darüber erstmal ein bisschen Gedanken. Und ihr werdet beim nächsten, ja, mal schon ein bisschen sehen, in welche Richtung es gehen wird, denke ich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie gesagt, wenn euch das genauso interessiert wie mich, ob ich das so hinkriege, lasst einfach ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Würde mich sehr drüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Halt, da kommt, wir kriegen erst noch einen Besuch. Dann verabschiede ich euch. Ich habe das Gebiet hier gekauft, Junge. Macht Schweck. Macht Schweck. Was?
Jetzt aber. Nee, so, das war's jetzt. Wir haben den letzten Zombie hier jetzt auch noch gekillt. Wie gesagt, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich baue beim nächsten Mal, seht ihr schon mal ein bisschen was. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Tschüss, bis dann.